Die ÖVP wird jedenfalls stärker werden. Ich glaube, dass wir Rot-Grün abwählen können und dass es eine neue Regierungsform in Wien gibt mit ÖVP-Beteiligung. Mein Credo ist ja, Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas zu machen, 2025. Das ist ein durchaus noch weiter Weg, aber ich sehe hier sehr viel Energie und Dynamik, und wenn wir da gemeinsam anpacken, dann glaube ich, können wir das schaffen. Wien als eines der wenigen Bundesländer letztes Jahr in Minuswachstum. Und wer, wenn nicht die gute alte ÖVP, kennt sich mit Wirtschaften aus? Sind wir uns ehrlich? Weil ich glaube, wir haben hier alle eines gemeinsam. Wir sind begeisterte Bewohner dieser Stadt. Völlig zu Recht. Wien hat hohe Lebensqualität. Wien ist von ausgesprochener Schönheit. Und ich glaube, jeder, der von uns im Ausland ist und wieder zurückkommt in diese Stadt, ist begeistert und ist froh, wieder zu Hause zu sein. Aber genau das dürfen wir am 11. Oktober nicht aufs Spiel setzen. Liebe Freunde, 5 weitere Jahre Rot-Grün können wir uns schon wirtschaftspolitisch einfach nicht leisten. Und lasst mich ergänzen, eine Oktoberrevolution in dieser Stadt wollen wir uns nicht leisten. Wir werden das schaffen, wir werden den Kurswechsel vollziehen mit dem 11. Oktober. Und dann werden wir alle gemeinsam Wien neu regieren und in eine lebenswerte, gute Zukunft führen. Fragen oder Probleme aufwerfen können viele, aber wirklich Antworten auf die Probleme unserer Zeit geben die wenigsten. Wir wollen das tun und ich glaube, die Wähler werden das honorieren. Wien braucht jedenfalls einen Kurswechsel und dafür steht die ÖVP hin zur Wirtschaftsfreundlichkeit, hin zur Wahlfreiheit beim Verkehr, hin zu einer vernünftigen Bildungspolitik. Das bieten wir an und ich weiß, dass gerade in schwierigen Zeiten für die Wählerinnen und Wähler in dieser Stadt eine Politik mit Vernunft etwas ist, das erstrebenswert ist und was die Menschen gerne annimmt. Wie wird Österreich die Flüchtlingsproblematik lösen? Naja, das Entscheidende ist, dass wir jetzt in den nächsten Tagen im Gleichklang mit Deutschland agieren. Sprich, wir sind das letzte attraktive Zielland vor Deutschland. Wenn Deutschland dicht macht, dann ist natürlich die Überforderung von Österreich schon nach wenigen Tagen gegeben. Insofern braucht es jetzt den Gleichklang mit Deutschland und mittelfristig dann eine europäische Lösung. Wir haben die Situation, dass leider Gottes viel zu viele Parteien auf Umfragen schielen und sich die Frage stellen, wie können sie dem Wähler bestmöglich gefallen. Ich glaube, das Entscheidende ist, das zu machen, was man selbst für richtig erachtet. Ich bin überzeugt, wenn die ÖVP das tut, dann werden wir auch erfolgreich sein.